Also, hallo, guten Abend wieder. Langs nicht gesehen. Heute meine Thema, das habe ich ausgewählt. Es ist Yom HaAtzmaut, Israels Unabhängigkeitstag. Also, das heißt, die Wichtigkeit für einen Staat und nämlich Wichtigkeit für eine jüdische Staat im Israelsland. Okay, das ist die grob zu sagen. Ich habe schon gesagt, dass Christentum generell sind sehr, sehr kosmopolitisch. Ja? Es ist bekannt. Ja? Also es gibt's, ich bin kein großer Spezialist und Experte in christlicher Theologie und Religion, aber doch, wir uns alle als Abendslandprodukten sozusagen, wir können zitieren da und dort gewisse und berühmte Sätze von Christen, ja? Berühmte Verse. Also ich kenne die Verse, das gibt's keine Grieche, keine Jude, keine. Kennen Sie diese Zitat? Sehr, sehr bekannt. Also das ist die ein Zitat von Paulus, der sagt für diese Schlichim, die Sender, ja, die hat gesendet nach unterschiedliche Länder im kleinen Asien, ja. Also das, was Evangelium wollte eigene Gläubigen informieren, dass es ethnische, nationelle und solche Herkunft ist nicht so wichtig. Was ist wichtig, dass eine Glauben, die vereinigt die Leute. Was immer. Jetzt Sehen Sie die verstehe ich ja. Zitate? Es Was? gibt nicht mehr Griechen und was weiß und Juden, sondern es sind Ja, alle. genau. Gibt's für mich, für die Gott, ja, das ist die Idee. Es ist egal, die Griechen, die Juden, die Römer, die alle sind meine Söhne, die Menschlichkeit. Also muss man etwa vereinigen, ja, es ist nicht Vereinigung, das sind andere Interessen, eine gläubiges Überdach sozusagen. Ja, das ist die Idee. Okay. Also, und das ist nach vielen Meinungen, nach unserer jüdischen Meinung, es ist eine Quelle zu dieser kosmopolitischen Quelle in die Christentum. Und deswegen nicht umsonst, dass diese heilige römische Königtum, ja, das war ein Überdach, ja, und es war immer Krach zwischen Frankreichs König, Deutschlands König und die christliche Autorität, nämlich katholische Kirche, Papst, Vatikan und so weiter, ja. Also noch mehr heute in unserer Zeit, 21. Jahrhundert, ja, dass die nationale Staat als Idee ist nicht so attraktiv, sozusagen, ja. Wir leben in globaler Welt, ja, gibt's die globale Sprache Englisch, gibt's die globale Dorf, gibt's die globale Post, Internet. Ja, also das heißt, diese Globalität und Kommunikationswege, ja, und Vielfalt, die echte Okeanus, echte Meer von Wissenschaft und Info, ja, ist unglaublich, ja. Also, und die alle sind natürlich verkleinern oder mindestens verändern die Rolle, die klassische Stadt, als wir haben gelernt uns von Vergangenheit, richtig? Ja, das heißt, jeder weiß über jede, fast in Echtzeit. Wir können, weiß nicht was, beeinflussen, aber diese andere Regierung. Ja, also die Stadt heute sieht aus komplett anders. Muss man es nicht sagen, die Platz für die Frau in die moderne Gesellschaft, mindestens moderne westliche Gesellschaft. Ja. Wir bald reden über die König und Königtum. Ja. Also das heute klingt natürlich veraltet, ja, das ist eine alte Geschichte von Brüder Grimm Zeit. Ein Kurios, ja, ein Anachronismus, ja, ein, ich weiß nicht was, überlebte, zufällig, ein zufällig überlebte Element von Geschichte.
Okay. Und die Torah und Judentum, sie sehen das ein bisschen anders. Die Torah gibt Wichtigkeit für jede und jede Volk und jede und jede Nation und Bevölkerung. Und deswegen auch für jede Kultur, Sprache und daher auch eine, jede eigene Stadt. Und noch mehr gibt es eine besondere, mit zwar besondere Verpflichtung, bestimmt für die Juden, einrichten eine jüdische Stadt im Israels Land. Und das steht direkt in der Tora. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum Folgenden. Punkt Nummer 1. Die Tora und die Heilige Schriften, die jüdische Bibel, sie reden viel über die König und Königtum. Ja, das ist diese Wurzel, ja, König. Wieder, für uns heute, es ist eine alte Sache. Was soll es sein? Ja, wir leben unter demokratischer Regierung, wir sind stolz, ja, wir sind fröhlich und das ist alles richtig. Muss man einfach verstehen, dass unsere demokratische Lebensweg, es ist etwa ziemlich neu. Es ist was, rund 100 Jahre alt existiert, diese Formel. Verstehen Sie? Das heißt, die manche Zeit, die ganze Menschlichkeit hat unter die königreiche Formel Regierungs gelebt. Ja? Das heißt was, der letzte König, ich kenne den letzten König, er war aus Baden, ja. Max von Baden, er war der letzte, eine halb virtuelle König, ja, nach dem Rücktritt von Wilhelm II. Kennen Sie die Geschichte? Die deutsche Geschichte? Ja, teilweise. Also, es ist ein bisschen wieder, ein bisschen kurios, ja. Also, dass die, nach dem Verlust im Ersten Weltkrieg, ja, der deutsche König sollte zurücktreten und dann kurz war, ganz kurz und unwichtig, ja, die Max aus Baden auch gilt als letzter deutscher König. Gibt es ein Gebäude in Karlsruhe, dort er wurde gesagt, ich bin der König von diesem Balkon in der Mitte stand. Also, aber es ist ein Kurios, es ist nicht wichtig. Aber doch, es war rund 100 Jahre alt, ja. Also, noch im Ersten Weltkrieg, alle wurden unter diese und die andere König, fast alle. Ja, die Russland, die Deutschland, muss man sagen, nicht Großbritannien. Bis heute dort gibt es eine König, Königin, König. Also dort gibt es viele solche Länder, die hatten formal die Könige, die Königin gehalten, ja, als eine, weiß nicht was, als eine nationale Kultur, Geschichte, ja. Es ist mehr ein Symbol, nicht tatsächlich Regierung. Also die nur einige Länder damals, wie Frankreich oder Vereinigte Staaten von Amerika, sie wurden schon demokratisch. Aber auch diese Demokratien, sie waren relativ jung. Und kurz, die über 90% Zeiten menschlicher Geschichte, das war klassische und standarde Formen des Staates, König mit Königtum. Es ist egal, wie heißt er, König, Sultan, Schah, Zar, es ist egal, ja, die Idee ist klar. Ja, es ist eine Autokrat, ja, eine, die übergibt die Macht zum seinem Familienmitglied, ja, und so weiter und so fort. Und deswegen, die Torah und Heilige Schriften, sie reden über die König und Königtum, sie meinen Staat. Sie meinen nicht
präzise die Form von dieser Stadt. Ja? Also wir verstehen heute unter diesem Königtum jede Stadt, auch demokratische Stadt. Muss man auch verstehen, dass die Konzept von dem König ist ganz, ganz unterschiedlich zwischen unterschiedlichen Bevölkerungen und die Generationen. Sind Sie einverstanden? Ja? Mhm. Also einige von den Königen sie behaupten, wir sind die Wille des Gott. Ja, die Gott hat uns regieren. Mhm. Das ist eine Begründung, Behauptung. Ist natürlich nicht so. Aber es kommt vom König David und für die jüdische Könige. Ja? Die einige Könige sogar hatten diese Verbindung mit jüdischen König David gehalten, zum Beispiel georgische Könige. Georgische König, Georgien, ja, diese kleine Stadt im Kaukasus, sie hatten deren Könige haben gesagt, wir sind die Nachkommen, ich weiß nicht, biologisch oder allgemein, von König David und deswegen die jüdische. Deswegen, wir sind auch regieren in unserem Königtum mit Gottes Befehl, Gottes Genehmigung, sozusagen. Okay? Die anderen Könige und andere Länder, sie hatten neben König unterschiedliche Institutionen, die hatten die König begrenzt. Kennen Sie zum Beispiel jemand? Staat, der Name? Also, zum Beispiel die römische König. Ja, also auch. Oh, Cäsar und so. Ja. Cäsar und so. Genau, die cäsarische Form. Ja. Trotzdem, er war ein Autokrat, aber doch, er hat Senat. Ja, die konnte diesen anderen Weg begrenzen. Ja, also doch, es ist nicht nur ein und einzelner Spieler auf politischem Feld. Ja. Das ist klassisch, ja, die römische Struktur von römischen Königtum. Ja. Das heißt natürlich, es kommt von republikanischer Regierung. Ja. Dort war noch demokratisch, ja, dass die Führer von römischen Königtum wurden ausgewählt für 2 Jahre. 24 Monate. Ja. Mhm. Also es war auch durch viele Korruption. Die letzten Monate, diese Konsuln, sie hatten verlangen die letzten Monate. Also Julius Flavius, auch römische Historiker geschrieben, die letzten Monate konnten darum 40 Tage, 45, 60 Tage, die Monate. Also verlangen die Zeit. Ja. Aber doch, sie wurden dann zu Hause gehen. Ja. Hallo. Also das ist die andere Weise von königlicher Struktur. Ja? Der König, er ist König, aber doch da und dort nicht allein. Und eine Überraschung, der jüdische König, er war und wurde viel, viel begrenzt. Er war komplett nicht allein im Befehl. Also muss man verstehen, was war die jüdische König. Was wissen Sie? Haben da nicht die Priester noch mit reingesprochen? Mit? Die Priester? Genau. Zum Beispiel die eine Macht, die war damals die König, die Priester. Ja? Also das es ist nicht wie zum Beispiel in England, als sie haben rausgegangen von der katholischen Kirche, also die Königs England, er ist auch die Hohepriest, ja. Also das ist 2 Mächte unter einem Dach, ja. Also auch politische Kraft und Regierung gemacht und auch religiöse. In Mittelalter Europa, es war viel, viel Krach und Kriege zwischen unterschiedlichen solche Systemen. Also manchmal die bürgerliche
Herzog oder Graf war die Nummer eins. Und manchmal die katholische Priest, er war die Nummer eins. Ja? Also zum Beispiel im stark katholischen Gebiete wie Würzburg zum Beispiel, ja, oder Mainz, Trier. Dort war die katholische Priest, auch die bürgerliche Regierer. Ja? Und in anderen Plätzen, in Preußen, ja, im Hamburg Altona, die bürgerliche Regierer, er war Nummer eins. Ja? Also, und das war immer Krach. Ja? Also doch, es ist schon zwei Mächte. Ja, also nicht nur jemand, der einig unter sich, unter seine Hut alles. Wie uns heute definieren Demokratie als Machtverteilung. Ja? Also nicht Konzentrierung der Macht, sondern Gewaltenteilung. Ja, Gewaltverteilung. Genau, das ist die Definition, die hat Montesquieu, eine französische Philosophin gegeben hat im 17. Jahrhundert. Und ich habe mal über 30 Jahre vor die politischen Wissenschaften gelebt. Aber ich erinnere den Namen nur die präzise Zeit. Also, interessant, ich mache eine Behauptung, dass es echte Demokratie nach Montesquieu war genau die alte Judäa, die alte jüdische Stadt. Weil es war genau diese drei Mächte Verteilungen. Genau nach dieser Scheme. Also der König, er war die exekutive Macht, das ist klar. Ja? Sanhedrin, die jüdische Weise im Gremium, 71 Weise, 71 Rabbiner in unserer Sprache, heutzutage Sprache, die waren die judikative Macht. Ja? Also dritte Macht, das war die Priester, die Kohanim. Okay? Also das waren diese drei. Und noch dazu, das war noch eine vierte Macht, die niemand hat heute und auch die jüdische Stadt nicht. Ja, Eva, bitte? Die Propheten. Richtig, genauso. Uns heute, wir sagen heute vierte Macht, intellektuelle Regierung, ja? Die Autoren, die Journalisten, die Medien, kennen Sie? Die Kunstleute, ja? Also das ist etwa ähnlich, nicht präzise, aber doch, das ist die Idee. Gibt es noch eine vierte Macht, ja? Emil Zola, ich beschimpfe, ja, dass über diesen Antisemitismus, Dreyfus-Prozess, ja? Also solche großartige Leute, die können stoppen in der Regierung im gewissen Sinne. Ja, Christian. Ich habe eine Frage. Die Kohanim und die Rabbiner waren aber doch die gleichen, oder nicht? Nein. Aber zwei unterschiedliche Dinge. Es war keine, keinen Zusammenhang, zusammen Wasser fließen. Kohanim, die sind gebürtige Aristokratie. Gebürtige. Okay, es ist nach Geburt, nach dem Vater. Ich bin kein Kohen und kann nicht sein. Gibt es viele jüdische Witze und Anekdoten, dass jemand, ein Jude will, Kohen sein, kauft von Rabbiner. Es gibt viele humoristische Geschichten, ja. Es kann nicht sein. Ja, also zum Beispiel meine Schwiegermutter, Mutter meine Frau, sie war die Tochter von Kohen. Okay? Aber es ist gestoppt. Also es kommt nicht weiter. Kommt nicht weiter mit meiner Schwiegermutter, nicht kommt weiter mit meiner Frau und noch mehr klar, nicht meine Kind, unsere Kind. Ja? Jemand in der Familie war Kohen und nicht mehr. Der Rabbiner, der Weise, konnte jeder sein. Muss man viel lernen, muss man guter Mensch sein, ein Vorbild, menschliches Vorbild und so weiter. Verstehen Sie? Also ein idealer Mensch, ein idealer Typus. Ja? Ich habe immer gedacht, dass also Gott hat ja damals bei Moses dann auch den Kohen auch diesen Auftrag gegeben als Priester. Und ich habe immer gedacht, das wäre dann, also heute nicht mehr, aber ich habe immer gedacht, das wäre dann, ich weiß nicht wie lange, immer nur so gewesen, dass die Kohen
auch die Kornim dann auch. Nein, nein, die Gott schon verteilt diese Mächte. Also die Gott hat gesagt, Moses, du bist ein König. Und so Rabbi Maimonides schreibt, Moses war ein König. Und das ist klar. Ja? Er ist Nummer eins, ultimative. Aber die Priester ist darum, jemand anderen, seine Brüder, aber doch andere Person. Andere Person. Und die Nachkommen von Aaron, sie sind die Kohanim. Okay? Und Moses hat gegründet dieses weiseren Gremium, die damals vielleicht konnte ihm nicht widersprechen, weil sie haben nur gelernt, ja, die ganze massive die Info von Torah und alle Gesetze. Aber mit dem Zeit, die Sanhedrin war genau wie heute Kongress und Senat für amerikanische Präsidenten. Wann hat das angefangen? Mit Gründung die König im Israel, mit erster König, mit Saul. Ach so, okay. Das heißt, zum Beispiel, die König, egal welch, könnte nicht allein ankündigen einen Krieg. Er sollte die Genehmigung vom Sanhedrin bekommen. Genau wie heute wieder diese Struktur echt ähnlich existiert im amerikanischen politischen System, nicht umsonst. Ja, der amerikanische Präsident soll genehmigen viele Dinge. Er hat viel Kraft, auch eigene Instruktionen, andere Dinge führen. Es ist richtig. Aber doch die Kongress, Senatoren und Kongresse, sie begrenzen ihn. Ja? Zum Beispiel jetzt in diesem Krieg Lend-Lease, ja, ist eine riesige finanzielle und politische Verpflichtung, ja, eine Seite nämlich, ja, das war ein Gesetz vom Kongress, beide Häuser und Präsident unterschreibt. Also das ist diese zwei Mächte, eine judikative Macht und eine exekutive Macht, okay? Und das, ich sage euch, die Gründer, Vorväter von amerikanischer Staat, sie hatten das Kopieren von die alte jüdische Staat. Okay? Nicht umsonst. Sie haben das nicht erfunden. Also, dass diese drei Mächte, sie wurden verteilt. Also natürlich theoretisch zusammen ein Kohen könnte eine Weiser sein, ja, eine Rabbiner und dann gehören zum Sanhedrin Gremium. Das war passiert da und dort. Aber dann er konnte nicht in diese seine originelle Parteien mitzuteilen. Ja, also er war nur privat als ein Kohen. Ja? Er konnte nicht, also du sollst, wie heute, wir können nicht uns mit zwei unterschiedlichen Parteien gleichzeitig Mitglieder sein. Verstehen Sie? Wie heute bei uns kann man nicht die Mitglieder gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Gemeinden in Deutschland sein. Ja? Also dann auch solche Weiser, solche Rabbiner, er war Kohen als privat, ja, aber er konnte nicht im Gremium die Kohanim mitzuteilen, er war im anderen Gremium, ja. Es ist genau wie heute in vielen Städten gesetzlich, wenn du bist in Regierung, du sollst raustreten vom Parlament, ja. Weil Parlament ist ihre juristische Instanz und Regierung ist seine exekutive Macht. Ja? Mhm. In Brüssel gibt es ein solches Problem. Auch im Deutsch. Ja, weil die Leute sind die Parlamentmitglieder und gleichzeitig die sind Minister. Ja? Also das ist ein bisschen problematisch. Ja? Also
in Amerika ist es unmöglich überhaupt. Ja? Der Präsident nennt die Ministerin nicht vom Kongress, nicht vom Kongressmann, von Senatoren. Überhaupt nicht. Ja? Eine äußerliche Leute. Okay? Also, und das ist genau die mit einer Tyrannie, mit einer Diktatur, das ist ein Problem, weil die Diktatur konzentriert alles in einem Hand. Ja? Das kennen wir uns. Ja? Die Diktatur von Stalin, von Hitler und anderen. Ja? Also deswegen, dass diese Idee, dass die drei Mächte sollen verteilen geworden, das ist ein kritischer Punkt. Ja? Und noch mehr, die alte jüdische Stadt hatte Prophezeiungsinstitutionen und unsere heutzutage moderne westliche Staaten, wie uns haben diese vierte Macht, ja, die Intellektuellen, die Professoren, ja, die Schriftsteller, Künstler und so weiter, ja, die Leute, dessen Meinung uns sehr, sehr interessant und nicht egal, sozusagen, ja. Das ist ein interessanter Punkt. Ja. Also die Leute, die vielleicht nicht echte Propheten nach unserer Beschreibung, aber doch, sie haben etwa, wenn nicht Heilige Geist, aber doch eine wichtige menschliche Geist. Ja. Interessant auch, dass nach unseren modernen demokratischen Kriterien alte Athen, alte Griechenland war keine Demokratie. Das muss man verstehen. Das verstehen Sie, ja? Dass diese Legende, dass die Herkunftsdemokratie, die erste Demokratie der Welt war Athen, es ist eine Legende, dass die kann nicht stehen unter der Kritik und unter den Fakten. Verstehen Sie, dass die griechische Demokratie, okay, jede Stadt war allein für sich selbst, Athen, Sparta und so weiter, es ist eins. Aber auch die Athen, ja, die Demokratie war nur für weiße, reiche Männer. Das ist eine Oligarchie eigentlich gewesen. Genau. Also im Staat waren rund 2 Millionen Leute, 1,5 Millionen nach unterschiedlichen Zählungen. Und die Demokratie hat 10.000 Leute gelebt. Das heißt, über 1 Million Leute, die waren Sklaven. Gute Demokratie mit Sklaven. Alle Frauen, die Frauen von diesen weißen, reichen Menschen, alle Frauen, sie hatten keine Rechte, sie konnten nicht wählen. Und so weiter und so fort. Ja? Also das war sehr, sehr problematische Demokratie, wenn überhaupt eine Demokratie. Ja? Also wegen dieser Recht auswählen, ja, muss man verstehen, auch in USA, in Großbritannien, die Frauen wurden ganz spät diese Wahlzettel Recht bekommen. Ja. Wissen Sie, wo das hat erste gemacht? Die kommunistische Russland, die kommunistische Sowjetunion. Sie waren die Erste. Das ist paradox. Aber die Amerikaner und Briten haben nach sowjetischen Kommunisten gegangen. Ja, also die Frauen haben viele, viele Demos gegangen, ja, wurden zum Gefängnis geschickt, auf so grundsätzliche Dinge, dass heute niemand diskutiert und streitet. Ja. Also auch ist manchmal so, dass manchmal eine Kritik über existierende Systeme, genau von den Kommunisten, genau von diesen Themen, sie haben zum Macht und Regierung gekommen sind, die Kommunisten, ja, die 8-stündige Arbeitstag und so weiter. Ne? Welche Rolle spielt denn heute, spielen die Kohanim denn dann für Israel? Da sind ja sehr viele, die auch jetzt zum Beispiel aus Russland kommen und überhaupt gar keinen religiösen Hintergrund mehr haben. Welche Rolle spielen denn dann die Kohanim noch überhaupt? Die Kohanim wieder in diese Systeme, um jede Systeme, andere Macht, eine Macht begrenzt die anderen. Ja? Also, das heißt nämlich, die Kohanim hatten die König
und die Weisen begrenzt. Zum Beispiel Flavius, Josef Flavius, ja, er beschreibt, es ist interessant, er schreibt die Koanim, er schreibt Partei auf Ende des zweiten Tempels als hohe Priestern im Plural Partei. Hohe Priester waren nur die Einzelnen, die Eins, ja, die Eins. Aber doch ist es interessant, als er schreibt hohe Priestern, die alle sind, haben sich begriffen, jede Kohen als eine hohe Priester. Es war de facto nicht so. Aber, erzählen uns, sie hatten viel Macht, viel Einfluss über die Volk. Okay? Zum Beispiel, unsere Weisen hatten so und so gesagt, das ist die Gesetz, und Kohanim haben das gelernt. Sie haben das nicht akzeptiert. Das ist klassische Begrenzung. Ja? Klassische Zwischenmächtsregierungen Macht, Kraft, ja? Kampf und so weiter. Also das war ein langjähriger, über 100-jähriger Kampf zwischen diesen zwei Parteien. Es war auch ein ideologischer Streit, zum Beispiel, ob gibt es eine nächste Welt oder nichts. Unsere Weisen hatten gesagt, ja. Die Konim sagt, nein. Wir uns als Konim glauben an das. Natürlich, heute, es klingt seltsam, aber dann wieder. Damals, sie hatten schriftliche Torah, Propheten und nur mündliche Talmud. Talmud war noch nicht niedergeschrieben. Ja? Okay? Also, sie hatten solche Möglichkeiten. Sie haben des Namens beim Flavius als Zadukäer. Also gibt es die Pharisäer, das ist die unsere Weisen. Beim Christentum ist ganz schlimme Titel. Ja, sie eine Lügner und so weiter und so fort. Ja, eine nicht ehrliche Leute, Pharisäen. Aber es kommt von hebräischen Pruschin, die Kommentatoren, die Torah kommentieren, das ist unsere Weise. Und Sadduceen, sie wurden die Kohanim. Sie kommen vom Zadok, eine Kohen Gadol, Hohepriester, von seinem Namen. Okay? Also sie auch haben andere Namen, die halt bei Tusei, bei das Haus, das Tempel. Okay? Der Tempel. Also sie bestreichen diese Hohepriesternpartei, die zentrale Platz im jüdischen Glauben und Ritus, im Tempel, Tempel in Jerusalem. Die unsere Weisen sagten, was passiert, wenn es zerstört wird, dass es wirklich hat passiert. Und das was? Müssen wir Juden, jüdische Volk beenden, auflösen? Also das war auch ein Streit. Und wir wissen und wir sehen, dass unsere Weisen, sie wurden zurecht gehalten. Ja? Die Tempel war wichtig, aber nicht zentraler Punkt. Wir schon fast 2000 Jahre leben ohne Tempel und Museum und doch existieren als Volk, als religiöse Gemeinschaft, alles wie sie wollen. Ja? Also deswegen, sie sehen, dass die Kohanim, Hohepriesternpartei, sie haben eigene Kraft und natürlich jede Macht, jeder Teil der Regierung begrenzt die andere. Logischerweise, oder? Deswegen die vierte Macht, die Propheten, sie konnten, weil sie waren nicht im Installieren dieser drei, auch privat könnte zum Beispiel Jeremia ein Kohen sein. Aber privat. Er war nicht in dieser Partei. Er konnte die Kohanim kritisieren. Und die Rolle von dieser vierten Macht, die Propheten, wurde alle kritisieren. Ja? Inklusive König und noch besser inklusive die ganze jüdische Volk. Also das ist genau, was heute diese vierte Regierung macht, die Intellektuellen. Ja?
die Journalisten, Media, ja, die Künstler, Künstlerschaft und so weiter, ja, sie kritisieren. Und das ist eine von denen Rollen. Nach unserem Glauben, nach jüdischer Welt vorzustellen. Ja? Also wieder, sie sind nicht echte Propheten, aber doch muss jemand solche großartige geistliche Personen aufstehen und kritisieren. Dem König, dem Staat, dem Bevölkerung, genau wie Milzora hat die Dreyfus verteidigt. Aber er hat attackiert den Antisemitismus, dass nicht nur die gewisse Richter und die, ich weiß nicht was, die dumme Militärkopf, ja, in damals französische Militär. Er hat attackiert Antisemitismus als weit existierende Phänomen in französischer Gesellschaft, ja. Ich attackiere, ich beschimpfe, ja, kennen Sie diese Artikel? Es ist auch sehr, sehr bekannt in jüdischer Geschichte, als Dreyfus wurde verurteilt im klaren antisemitischen Prozess, Gerichtsprozess. Emile Zola, die französische Pflichtstelle, hat gesammelt 100 Unterschriften. Er war die Unterschrift Nummer 1 und hat publiziert einen Artikel, einen offenen Brief gegen Antisemitismus. Und schauen Sie, gibt es solche Texte auch auf Deutsch? 100%. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Thema. Ja? Ja, wir uns als Juden einfach kennen dieses Thema gut. Ja? Schauen Sie, Emile Zola, ich attackiere, ich beschimpfe. Er beschimpft nicht bestimmte Leute. Er beschimpft, attackiert Antisemitismus als unakzeptables Phänomen. Das kann nicht sein in moderne, freie, westliche Gesellschaft. Er hat gesagt direkt, deswegen aufgrund des Antisemitismus Alfred Dreyfus wurde verurteilt und das ist komplett falsch. Okay? Okay, also das ist die klassische Rolle von dieser vierten Macht. Ja? Kritisieren auf grob auch die große Menge der Leute und keine Angst tragen. Ja, das ist die vierte Macht. Das ist die vierte Macht. Und wenn heute die Leute, die äußern sich gegen Krieg oder dafür vor dem Krieg, ist auch eine Schande, ja. Es ist auch in dem Rahmen von dieser vierten Macht, ja. Die Intellektuellen, die nehmen diese und die andere Seite und sagen, es ist richtig, es ist falsch. Niemand hat nominieren sie. Für diese Position, klar, oder? Mhm. Aber sie begriffen richtig seine Rolle. Gibt es ein russisches bekanntes Sprichwort, das heißt, in Russland, die Schriftsteller ist mehr von einfach Schriftsteller. Das kennen sie nicht. Aber verstehen Sie die Idee? Dass die Schriftsteller, er ist mehr von einfach Schriftsteller. Er nicht nur die Bücher schreibe und die verfasst und verbindet die Buchstaben, ja, und druckt auf alte Druckmaschinen. Er äußert die große Meinung. Ja. Das ist die Idee. Ja. Also, dass diese Verteilung für die drei, mindestens drei Mächte, tatsächlich die vier, ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und was will ich sagen, dass die alte jüdische Staat mit dem König und trotz dem König und dafür dem König, es war doch eine Demokratie. Es klingt wie ein Paradox. Es ist nicht wie heutzutage United Kingdom, Großbritannien oder Dänemark oder Niederlande, wo gibt es ein König-Königtum, aber es ist eine schöne lächerliche Person, ja, die trifft die Kinder, die fotografiert sich und so weiter, trinkt die Bier mit den Leuten, witzig, ja, ein Mensch,
wir reden über die alte jüdische König, der war echter König, mit viel Macht. Ja? Der jüdische König konnte Todesurteil durchsetzen. Aber, eine wichtige Aber, nicht allein. Er sollte die Genehmigung von den Sanhedrin bekommen. Und das ist genau die Probleme mit König David und Uriah, die Hethier. Ja? Das ist bekannt. Er sollte bekommen eine Todesstrafe, aber nicht allein. David hat allein das getan. Er sollte, wurde mit Gremium die Weisen bestätigen oder nicht bestätigen. Das ist die Idee. Okay? Also, dass die Sünde Davids was ganz anderes als die Leute denken. Stereotypisch zu sagen. Okay? Also, was will ich sagen, wir uns als Juden haben keine Angst über den Wort König und Königtum. Weil unser jüdischer König und Königtum, es war alte Demokratie. Noch mehr, wenn die Leute, das jüdische Volk, sie wurden nicht mit eigenem König zufrieden, der König wurde entlassen und zu Hause geschickt. Manchmal mit Gewalt, manchmal mit Tod. Das heißt, der König in Judäa, in Jerusalem, er war doch die Nachkommen von König David, also das ist doch die Gotteste Bestätigung und Genehmigung durch den Prophet Samuel. Ja? Aber, falls dieser König war nicht gut mit seinem eigenen Volk umgehen, die Leute haben ihm Tschüss gesagt. Kennen Sie die Beispiele? Was hat passiert nach dem König Salomo? Ist ja der David König geworden nach Salomo. Nee. David war der Vater von Salomo. Was war die Enkel von König David und die Sohn von König Salomo? Was heißt er? Er heißt Rechavam. Kennen Sie, was ist passiert da? Der hat nicht den Bild. Die Leute getan. Haben ihm Tschüss gesagt. Die große Mehrheit von jüdischer Staat hat ihn zu Hause nach Jerusalem geschickt und haben sie eine eigene Stadt gegründet. Das waren zwei jüdische Städte gleichzeitig, mit Jerusalem Hauptstadt und mit Samaria Hauptstadt. Er wurde zu Hause geschickt. Ein Rücktritt. Okay? Er war nicht in Ordnung. Ist er nicht gestorben dabei? Also... Nein. Er war 40 Jahre die König in Jerusalem, 46. Er war verstorben danach. Also verstehen Sie, die König im jüdischen Volk, es ist gewisse Sinn automatische Nominierung. Ich kann kein König sein. Ich gehöre nicht zum König David Haus, genetisch, biologisch, wie Sie wollen. Aber auch die seine Nachkommen, wenn sie sind nicht gut zu Hause. Also es gibt eine Möglichkeit, einen Rücktritt. Und dann sein Bruder, sein Sohn, egal. Ja? Also die Auswahl es ist nicht unendlich für diese König. Er soll tatsächlich König David Nachkommen sein, aber doch, wenn du bist nicht gut, Rücktritt. Punkt. Sehr demokratisch, oder? Also muss man verstehen, den Unterschied zwischen, weiß nicht was, russischer Zar und jüdischer König. Es ist der Unterschied wie Himmel und Erde. Das muss man erst begriffen. Okay? Also, okay. Jetzt machen wir einen Stopp. Das war nur Anfang für Vorwort, sozusagen. Wir machen dieses Thema weiter und dann wir lernen, was die Torah sagt über die König und die Königin. Also einige Linien habe ich schon angegeben, aber doch ist es wichtig, die Quelle letzte Unterschlüsse. Die Fragen? Ja, ich habe schon Fragen, aber die würden jetzt vom Thema wegführen. Okay. Aber vielleicht ist es dann, wenn wir abgeschlossen haben, das ganze Thema, dann wissen wir vielleicht auch mehr und können dann auch mehr besser verstehen, wenn Sie antworten.
Also es geht in die Richtung, was jetzt im Moment mit der Justizreform in Israel abläuft, wie da, weil da geht es. Das ist genau die Probleme heutzutage genau. In Israel, dass die eine Macht, und nämlich die Richter, die, wie sagt man, Exekutive, Judikative und was ist der dritte Name? Exekutive, ja. Nee, die Richter. Die Richter sind Judikative, ja. Judikative, okay. Sie hatten die Macht von Parlament auf sich genommen. Also sie haben diese Decke auf sich angezogen. Mehr und mehr. Und das ist genau die Problem. Und deswegen kommt die Forderung für diese Reform. Ich erkläre warum. Ich bringe euch die viele Beispiele, nicht jetzt, es ist eine lange Geschichte. Vielleicht am Ende dieses Thema. Genau. Ja. Okay? Aber das ist genau im Herzen die Streit. Es ist echter Streit. Jetzt in dieser Stadt gibt es. Also die alle sind überraschend verstanden, dass es soll eine Reform sein. Die Frage ist, welche? Es ist immer so, ja. Also, aber grundsätzlich, das ist genau die Probleme, dass die Richter, die sind auch die Gesetzgeber bekommen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Es ist nicht gut für beide, auch für den Parlament, für die Knesset und auch für die Richter. Weil die Leute ansehen in diese Richter die politischen Figuren und dann sie akzeptieren nicht die Gesetze. Und dann ist es klare und kurze Weg zum Chaos. Ja? Wenn du gehörst in diese andere Partei, ich bin die andere Partei, sehr jüdisch, oder? Gut. Dann bis nächste Woche, liebe Leute. Ja, danke schön. Danke schön. Ja, alles Gute. Bis dahin. Shalom. Shalom. Okay. Und gute Woche noch. Ja.